Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren schon mal Quickie-Projekt. Und das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist das da. Advanced Dungeons and Dragons, und zwar Dragon Strike. Ein ziemlich affengeiles Spiel, definitiv ein Hidden Gem und ein sehr unbekanntes Spiel, das weiß ich vorweg. Es gibt ein paar Leute, die kennen das Spiel. Ich habe es auch gekannt, ich habe es auch jahrelang, muss ich zugeben, ich habe immer wieder das Verlangen gehabt, dieses Spiel mir zu holen. Überhaupt in der damaligen Zeit, da habe ich es noch von wegen die Sonderausgabe vom Amiga Joker mit Simulationen, und hier drinnen ist das Spiel auch, hier hat man so einen kleinen Screenshot, und ich habe das Spiel, weil es in der Fantasy Section war, das halt eben, und ich wollte dieses Spiel immer haben. Nur damals, muss ich zugeben, ich weiß auch nicht, wenn ich ich habe einfach damals immer drauf vergessen, sagen wir es mal so. Weil es hat so ein paar Typen gegeben, die haben wir damals Computermaxel genannt, von wegen, da hast du deine Raubkopien hergeholt und sowas. Und keiner von meinen Freunden hat das Spiel damals gehabt, oder könnte mich nicht daran erinnern, dass mir da jemals einer gesagt hat, hey, er hat das Spiel. Und wie gesagt, bei den Computermaxeln habe ich immer darauf vergessen, dass ich mir das Spiel irgendwo hole. Vor 2 Jahren ist mir das Spiel dann wieder eingefallen, weil ich zufällig diese Ausgabe mal durchblättert habe. Und da habe ich dann geschaut, halt eben, okay, gut, für was für Systeme gibt es dieses Spiel. Das Spiel selber ist 1990 erschienen, ist damals gemacht worden von Westwood Studios, / eigentlich Westwood Associations, glaube ich, haben die damals geheißen. Also die gleichen Macher, die zum Beispiel, ja genau, Associates, Westwood Associates. So. Und SSI, das waren halt eben, die Firma hat das Ganze vertrieben halt eben. Und Westwood Associates, die haben damals zum Beispiel, haben es gemacht, Nightmare on Elm Street für den C64er zum Beispiel, haben die gemacht. Später dann haben sie Dune 2 gemacht, natürlich Command & Conquer haben die ins Leben gerufen und Eye of the Beholder haben es zum Beispiel gemacht. Und wie gesagt, 1990 ist dieses Spiel rausgekommen, und so viel ich weiß, war das allererste Spiel weltweit, was eine Drachenflugsimulation ist. Und das ist wirklich cool. Und eben, wie ich dann herausgefunden habe, weil das Spiel, wie gesagt, 1990 ist erschienen, für PC-DOS, für Commodore Amiga, für C64 ist rausgekommen, und später dann 1992, so viel ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, also für das Nintendo Entertainment System ist damals eine Version gekommen, die war definitiv 1992, wurde aber von einer anderen Firma gemacht, von Pony Canyon, glaube ich, hat die geheißen. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das 1992 gewesen ist, ist das Spiel dann auch noch konvertiert worden für PC 98 und für den Sharp X68000. Ist aber auch von einer anderen Firma konvertiert worden, wobei es ziemlich gleich ist. Und wie ich halt eben vor 2 Jahren, wie mir das Spiel wieder eingefallen ist, habe ich mir die ganzen Versionen angeschaut, und was habe ich überhaupt, weil ich habe ja kein Sharp X68000 oder PC 98. Und bin dann nur drauf gekommen, normalerweise wäre ich sofort auf dem Amiga-Zug aufgesprungen, nur ich muss ehrlich zugeben, das Spiel, finde ich, ist am schönsten am PC. Wobei man zugeben muss, die Soundqualität ist am Amiga besser. Nur am Amiga ist die Grafik nicht hundertprozentig so schön wie am PC, weil ich jetzt da gerade das Spiel in VGA-Modus spiele. Am Anfang vom Spiel kann man sich aussuchen, VGA, EGA und CGA. Je nachdem, welche Variante man nimmt, hat man mehr oder weniger Farben, klar. Und auch der Stil ändert sich leicht. Und die Amiga-Variante schaut aus wie am PC die EGA-Variante. So viel dazu. Und am Amiga muss man auch zugeben, ohne Turbokarte kannst du das Spiel vergessen. Es rennt einfach zu langsam. Auch auf der Verpackung, die habe ich jetzt da unten, steht ja auch extra drauf. Da unten hast du Pickel halt eben. Recommended for 6 MHz AT-PCs oder schneller. Ich habe da jetzt, ich weiß gar nicht, welches Setting ich da habe, aber ich glaube, ich habe DOSBox da jetzt gerade, weil ich das Ganze über DOSBox spiele, habe ich gerade auf 100 MHz oder irgendwie sowas eingestellt, ich glaube es, weil ich habe es vorher auf, ich glaube, 40 MHz eingestellt, und normalerweise rennt es zwar gut, aber weiß auch jetzt nicht, weil ich das die Aufnahmesoftware dabei rennen habe und sowas, ist es urlangsam gerannt, deswegen habe ich es einfach mal erhöht, ist ja wurscht. Gut, das ganze Spiel spielt in dem
Dungeons and Dragons Universum, und zwar bezieht sich das Ganze auf die Romanreihe Dragonlance, also Drachenlanze. Und wir sind eben ein neuer Recke in der Drachenlanz-Saga. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Dungeons and Dragons, muss ich zugeben. Ich kenne das Schwarze Auge, deutsche Abwandlung davon kenne ich, aber Dungeons and Dragons kenne ich nicht. Bei dem Spiel selber, bevor wir nämlich anfangen und reinhupfen in das Ganze, war natürlich, also erstens mal, ich finde die Verpackung wunderschön, ist echt geiles Artwork und sowas ist drauf, halt eben mit den Drachen und so. Dann drinnen war natürlich ein Spielekatalog von damals. Die Anleitung war drinnen, sehr wichtig. Du hast auf der Rückseite, hast da nämlich die Tastatur, also die Tastatursteuerung von dem Ganzen, weil du eben auch mit dem Drachen, du kannst Gas geben, bremsen, du hast verschiedene Breaths, halt eben verschiedene Feuerstöße hast du. Du kannst das Ganze mit Tastatur, Maus oder Joystick spielen. Ich werde es mit Joystick und Tastatur spielen. Du kannst wie bei einem Flugsimulator, kannst halt eben die Blickrichtung ändern, vorne, links, rechts und hinten. Die Story ist auch gut geschrieben, muss man zugeben, habe es verkehrt rum. Die Story ist auch sehr gut geschrieben, obwohl ich halt eben, muss ehrlich zugeben, so Fantasieromane oder was, das lese ich nicht wirklich gerne auf Englisch, die lese ich gerne auf Deutsch. Aber trotzdem ist da zum Beispiel die Anfangsgeschichte, nur die erste Mission ist da als Roman geschrieben und super geschrieben und leibend, wirklich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Das Spiel hat 2 Disketten. Und was auch cool ist, das werde ich vielleicht jetzt da dann einblenden, ist, es sind Karten dabei. Jetzt, das sind keine Sammelkarten oder irgendwas, sondern das ist wirklich von den Gegnern, die Gegner, die es halt eben hier gibt, wie zum Beispiel Wyverns, Sivak Draconian, das sind so das sind Unterdrachen, aber auf jeden Fall stärker und größer als Menschen halt eben. Grüne Drachen gehören zu den Bösen, die roten Drachen gehören zu den Bösen. Da haben wir natürlich die blauen Drachen, schwarze Drachen gehören zu den Bösen. Fliegende Zitadellen, da haben wir vorher ein Foto gehabt und eben in der Demo-Variante, hier sieht man das eh, das sind fliegende Festungen halt eben, die haben Bogenschützen drauf. Dann gibt es auch noch halt eben Schiffe, da steht jetzt Enemy Ship drauf. Du hast auf der Rückseite die Erklärung, die Kampfkraft und. Wobei lustigerweise bei den blauen Drachen bin ich mir gar nicht sicher, dass die jetzt nur für die böse Seite kämpfen. Weil, wie gesagt, ich kenne mich leider nicht in der Zeitgeschichte jetzt da aus mit Dungeons and Dragons. Aber in der Anleitung wird auch kurz erklärt von wegen die Drachenkriege. Wir befinden uns, glaube ich, gerade im dritten Drachenkrieg. Der erste Drachenkrieg ist zwischen den Drachen und der, oder zumindest zwischen den bösen Drachen und den Waldelfen oder eine Variante der Waldelfen ausgetragen worden. Der zweite war auch so ein Mischmasch und der dritte hat damit angefangen, dass irgendeine eine Eishexe, ich weiß es, ich habe es vor einiger Zeit durchgelesen, ich wollte das Video schon vor Monaten machen, nur ich habe jetzt da endlich mal Zeitlust und Laune gehabt und ich habe es nicht mehr durchgelesen, es tut mir leid, aber ist eine wirklich coole Geschichte, warte mal kurz, Nightpress, achso, ja genau, das war der Ding, Darkness Witch Followed the Cataclysm, Takisis heißt die. Und das ist irgend so eine böse Königin oder was. Und die ist zurückgekehrt, weil das Ganze spielt in den Landen von Krün, Doblen. Und sie will halt eben die Weltherrschaft an sich reißen oder zumindest dort. Und sie hat einen Krieg begonnen, halt eben gegen die Menschen, sage ich jetzt einmal. Und damit die guten Drachen den Menschen nicht helfen, hat sie vorher die bösen Drachen ausgesendet, weil die guten Drachen waren gerade am Schlafen heute eben, weiß nicht, Winterschlaf oder keine Ahnung was, und die bösen Drachen haben mit der Hilfe von der einen Prinzessin, Hexe, keine Ahnung was das ist halt eben, haben sie die Eier von den guten Drachen gestohlen und haben die als Geiseln genommen und sie hat dann mit den guten Drachen ausgehandelt, dass die sich nicht einmischen in die Kampfhandlungen und und dafür kriegen sie ihre Jungen wieder zurück, ne? Und die guten Drachen haben damals eingewilligt und später ist dann draufgekommen, dass sie die Eier verflucht hat oder beziehungsweise halt eben mit ihrer dunklen Magie bearbeitet hat und aus den Dracheneiern sind keine guten Drachen rausgekommen, sondern eben diese komischen
Also hauptsächlich, was ich gelesen habe, sind diese komischen Drachen-Mischwesen da rauskommen. Und daraufhin haben die guten Drachen halt eben gewusst von wegen, okay, gut, sie sind betrogen worden und helfen jetzt da doch noch den Menschen, das Schicksal abzuwenden. Wenn wir jetzt da gleich reinhupfen in die Story, werden wir sehen, dass wir ziemlich am Arsch sind, weil eben die guten Mächte relativ alles verloren haben, fast alles. Und wir sind halt eben ein neuer Drachenreiter. Und die Drachenreiter ist auch so typisch, wie wir es leider auch schon in der Weltgeschichte gehabt haben, halt eben mit Weltkrieg oder sonst irgendwas, dass Drachenreiter sind normalerweise Elite-Kampfsoldaten, die jahrelanges Training haben, nur dadurch, dass die die Zeiten so schlecht sind und sie mitten im Krieg sind und sie schon so viele Leute verloren haben, glaube ich, besteht diese Ausbildung nur mehr in ein paar Monaten. Und wir sind ein ganz junger Rekrut halt eben. Für uns hat irgendein ganz besonderer Magier hat für uns gebürgt, dass wir ein neuer Recke werden. Wir sind, glaube ich, auch irgend so ein Farmersjunge. Also eine Geschichte, die wir schon 100.000 Mal gehört haben irgendwo. Und ja, unsere Aufgabe besteht darin, weil das ist das Nächste, es gibt so viel zum Erzählen bei dem Spiel. Die Drachen halt eben, die guten Drachen, das ist jetzt, die haben, also überhaupt alle Drachen haben eine Persönlichkeit in dieser Welt. Und manche sind mehr kampferfahren, manche weniger. Je nach Drachentyp haben die besondere Fertigkeiten oder Fähigkeiten von Stärke, Schnelligkeit, Panzerung. Intelligenz auch, kommt auch vor. Die dümmsten Drachen sind angeblich die Eisdrachen, aber das habe ich nur gelesen. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber halt eben, die Sache ist das, es gibt gewisse Drachenarten oder halt eben je nach Drachenart oder so wie der Drache halt eben ist, hat er mehr oder weniger Interesse an den Menschen. Und es geht einfach darum, von wegen, dass die Drachen theoretisch bräuchten jetzt nicht unbedingt einen Mensch oder wollen nicht unbedingt einen Menschen hinten drauf haben, aber mit der Zeit haben die Drachen gelernt, dass wenn sie nur alleine für sich kämpfen und sowas, der Rücken ist meistens ungeschützt und dafür gehen sie oft halt eben eine Partnerschaft oder nicht jetzt eine richtige, aber halt eben eine Arbeitspartnerschaft halt eben ein mit einem Drachenreiter, weil der kann dann den Rücken frei halten, so auf die Art, und der sieht auch mehr. Deswegen macht es auch oft Sinn, dass halt eben ein Drache und ein Reiter zusammen ist stärker als ein Drache oder ein Reiter alleine halt eben. Ne? Und deswegen gibt es halt eben diese Drachenreiter, sagen wir es mal so. Ich kann es jetzt nicht besser erklären. Gut. Was ich auf jeden Fall noch im Vorfeld sagen kann, die NES-Variante ist komplett anders als alle anderen Varianten, weil alle anderen Varianten, halt eben Amiga, C64 und sowas, sind alle genauso gemacht wie das aus der Ego-Perspektive, halt eben, es soll eine Flugsimulation sein. Die NES-Variante ist aus der Vogelperspektive, ist ein viel kürzeres Spiel. In dem Spiel hat man, glaube ich, bis zu 40 Missionen. Bei der NES-Variante sind es nur 14 Missionen. Und es ist sehr komisch gemacht, weil du hast zwar auch verschiedene Flughöhen und verschiedene Kampfmodis oder was, nur es ist mehr ein Actionspiel geworden und ist keine Simulation mehr und es ist komplett anders. Gut, aber ist ja wurscht. Ich hupfe jetzt einfach mal ins Spiel rein. Wir spielen die erste Mission und jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Passwort geschützt. Pass auf, ist das eh das? Auf den Seiten hat man hier solche Zeichen. Warte, ich tue mal kurz da die richtige Seiten gleich einmal raustutzeln. Da. Das, was man hier auf der Seite sieht, oder eigentlich müsste ich ja in die Richtung deuten, dieses Zeichen muss man suchen und auf dieser Seite, wo dieses Zeichen drauf ist, da ist zum Beispiel, soll ich jetzt da das zweite Wort im zweiten Absatz soll ich schreiben und das wäre Knights. Soviel ich weiß, Groß- und Kleinschreibung ist Blunzen. So, hier haben wir ein schönes Bildchen. The War of the Lands has begun. Der Krieg der Lanze hat begonnen. Das Spiel ist leider komplett auf Englisch. And you have been left behind to guard Sankrist Island. Ja, also wir sind zurückgelassen worden. Wir sollen Sankrist Island sollen wir bewachen. You realize sadly that the Knighthood still has trouble trusting your abilities because you are so inexperienced. Eh klar, also von wegen die Ritterschaft
oder dein Geschwader eigentlich, müsste man sagen, traut dir noch nicht wirklich und deinen Fertigkeiten, weil du bist noch sehr unerfahren und du bist noch nicht lang dabei, du bist ein paar Monate dabei. You hope that you don't spend the entire war pulling guard. Also du hoffst, dass du nicht den ganzen Krieg halt eben hier im Rückland verbringst mit irgendwelchen Wachpostbefehlen oder was. Like this, watching out for Takisis Dragon Scouts. Ja, und wir halten halt eben Ausschau nach Spähdrachen, Drachenspähern von der gegnerischen Partei. Gazing off into the clouds, dreaming about your heroic feats and imagine battles, you are suddenly startled as two white forms soar past you. Ja, also wir sind unseren Gedanken nachgehangen und auf einmal schwingen an uns zwei große Wolken vorbei, ganz schnell, ihr Bronze Dragon, genau wie Flinge auf einem Bronzdrachen. Sirdar heißt der, Steers. White Dragon Scouts, quickly, they're getting away. Sirdar anxiously spreads his wings in preparation for flight. You adjust your lance hastily and give the order to attack. Ja, also. Das sind weiße Scout-Drachen, nichts wie hinterher. Siehe da, breitet die Flügel aus und macht sich zum Absprung bereit. Und wir versuchen, die Dinger zu attackieren, beziehungsweise ihnen nachzuhaschen und sie zu attackieren, dass halt eben die Feinde, dass diese Scouts halt eben oder Speer abgewendet werden und halt eben nicht mehr berichtigen können und wir unsere erste Kampfhandlung machen in dem Kampf. Gut, bevor ich jetzt da anfange, wie gesagt, es ist halt eben eine Flugsimulation aus der Ego-Perspektive. Unser Drache, also überhaupt, das ist ziemlich cool gemacht. Wir können Gas geben, wir können bremsen. Wir dürfen ja nicht landen. Es steht zwar drinnen, man kann eine Notlandung hinlegen, ich habe es noch nie geschafft. Wenn man den Boden irgendwie berührt, stürzt ist man abgestürzt und man ist gestorben. Im Flug, jeder Drache oder fast jeder Drache, was ich gelesen habe, hat zwei Feuer oder zwei Breaths halt eben, Atem. Es gibt Eisatem, Blitzatem, Giftatem, Feueratem, was weiß ich, was alles. Die können wir jeweils abfeuern. Wir haben auch eine eigene Anzeige dafür, die ladet sich dann auf. Wir haben natürlich eine Lanze dabei, das ist unsere Hauptwaffe. Die können wir bewegen oder beziehungsweise steuern, wenn wir das wollen. Ich will es nicht. Die soll immer geradeaus vorzeigen, aber theoretisch könnte man die selber noch steuern. Damit können wir kämpfen. Wir selber haben ein Schwert dabei. Im Laufe des Spieles kann es sein, dass wir unsere Waffen wechseln, dass wir vielleicht einen Morgenstern bekommen oder sonst irgendwas. Das Spiel kämpft teilweise für sich alleine, wenn nämlich wir über einen Feind drüber fliegen oder unter einem Feind, je nachdem kann es passieren, dass unser Drache oder der feindliche Drache, dass der mit den Klauen herhaut, dass der zubeißt. Ich glaube, das war's. Also das sind diese zwei Angriffsarten vom Drachen, die der Computer selbst aushandelt. Und wenn wir zum Beispiel unter einen gegnerischen Drachen fliegen, könnte es sein, dass wir mit dem Schwert herhauen. Das können wir nicht beeinflussen. Was aber auch passieren kann, ist das, dass der gegnerische Drache uns mit der Pranke eine gibt, wenn wir unter einem Drachen durchfliegen und wir vom Sattel geworfen werden. Und das ist dann halt eben zu 99% tödlich. Je höher wir oben sind, hat unser Drache noch die Chance, uns einzufangen auf dem Weg nach unten. Wenn wir zu weit unten sind oder er es nicht schafft, dann prallen wir halt eben auf und sind ebenfalls tot. Außer wir finden oder wir kriegen später im Spiel den Ring der Levitation, also den Ring des Schwebens. Das funktioniert dann wie ein Fallschirm, ist halt eben cool, dass es das gibt und dann kann uns der Drache wieder einfangen oder halt eben, ich glaube, wir landen dann sicher und die Mission gilt als nicht geschafft. Ja, es gibt dann noch andere Artefakte, die wir bekommen können und ich hupfe jetzt einfach mal rein. Wir können uns aussuchen, ob wir uns das Level einmal kurz anschauen wollen. Ich will es mal nicht anschauen. Das ist halt eben die Strategiekarte. Wie wir sehen, wir sind alles, was rot ist, gehört dem Feind. Also wir sind im Arsch eigentlich. Und blau sind wir die gute Armee und dieses funkelnde Pünktchen sind auch wir. Gut, wir fangen jetzt da die Mission an. Das ist auch noch cool, da unten links. Ich werde kurz auf Escape drücken. Jetzt sind wir im Menü drinnen, dass ich euch das Ganze sehen kann. Hier wird der Breath halt eben, also der Atem, die Feuerkraft angezeigt. Das ist die Power von unserem Drachen. Hier wäre die Geschwindigkeitsanzeige.
dieser Pfeil ist der Pfeil des, ich weiß es nicht, das ist ein magisches Artefakt, das Pfeil des Feindes oder keine Ahnung, dieser zeigt an, wo der nächste Feind sich befindet. So viel dazu. Wir haben auch, das ist an jedem Sattel befestigt, eine magische Kristallkugel, das ist unser Radar. Und hier haben wir eine magische Salbe, das ist eine Heilsalbe. Und die Heilsalbe können wir auf uns anwenden oder auf unseren Drachen. Ich glaube, 4 oder 5 Mal können wir es anwenden. Das können wir mit der Taste 1 und 2, wenn ich mich richtig entsinne, können wir uns da entscheiden. 1 ist der Drache zum Heilen, 2 sind wir. Hier haben wir die Höhenanzeige, hier haben wir Kompassanzeige, wenn man so will. Und da hupfen wir jetzt ins Spiel rein. Wir sind ein Ritter der Krone oder zumindest das Kronengeschwader, dem gehören wir an, weil das ist das Nächste. Das finde ich voll cool, weil, wie gesagt, 1990 ist das Spiel rausgekommen und ich weiß, ich quatsch so viel und zeig so wenig, aber es kommt noch. Und 1990 ist ja auch Wing Commander rausgekommen. Bei Wing Commander hat man es damals schon so irrsinnig geil dockt, dass je nachdem, wie du weiterkommst im Spiel, kommst du zu anderen Geschwadern. Und bei dem Spiel ist es genauso. Wenn du ein paar Missionen schaffst, was ich weiß, du kommst nur weiter in dem Spiel, wenn du die Missionen erfolgreich schaffst, bilde ich mir ein. Also ich glaube jetzt nicht, wenn du einen Fehlschlag hast oder was, dass du dann weiterkommst, das glaube ich nicht. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wenn du ein paar Missionen schaffst, dann wird dir die Ehre zuteil, dass du zu einem anderen Fluggeschwader kommst. Und wenn du das machst, verlierst du bis auf diese 2 Sachen oder eigentlich 3 Sachen, weil das ist ja auch ein magisches Artefakt, alles, was du dir angesammelt hast an Rüstung, Schwertern oder eben der Ring zum Beispiel des Schwebens oder was, die musst du dann als Ehrerbietung musst du denen spenden und fangst dann in einer besseren, also in einem anderen Geschwader an, kriegst dann anderen Drachen mit anderen Vor- und Nachteilen halt eben, aber deine ganzen Artefakte sind weg. Du kannst dich aber auch entscheiden, dass du in deinem Geschwader bleibst und irgendwann jedes Geschwader hat 2 Drachen und der 2. Drache ist erfahrener, ist ein Veteran-Drache und der ist halt eben besser in was auch immer, Kampfkraft oder Geschwindigkeit, Rüstung, was auch immer. Und dadurch kriegst du aber auch andere Missionen. Und das finde ich cool. Eben, dass du dich entscheiden kannst von wegen, ich bleibe jetzt bei dem Geschwader oder ich möchte zumindest ein Geschwader weiter oder noch ein Geschwader weiter. Und kannst dann halt eben mit diesem Geschwader weiterkämpfen und je nachdem, wo du bleibst oder welchen Weg du nimmst, hast du andere Missionen, wie sich die Geschichte entwickelt. Und das finde ich echt geil. So, also dann, wie gesagt, hier können wir ins Spiel hupfen, da können wir uns anzeigen lassen, ob die Lanze da sein soll oder einfach nur ein Fadenkreuz. Ich möchte die Lanze sehen. Hier ist der Detailgrad von den gegnerischen Drachen oder überhaupt von den anderen Einheiten. Wollen wir mehr oder weniger Details? Ich brauche mehr Details. Ich möchte natürlich Details haben. Hier haben wir das Ganze, ob wir eine Balkenansicht haben wollen oder ob wir die Nummern haben wollen. Ich möchte Nummern haben von den Lebensdingern und sowas. Das ist dann noch so eine Art Outline von Detailgrad. Also entweder nur diese Vektorstriche, das schaut katastrophal aus, rennt aber dann am schnellsten. Die Blöcke oder halt eben Blöcke mit Outlines. Ich muss ehrlich zugeben, die Blöcke reichen mir, die Outlines geben dem Ganzen noch einen eigenen Look, aber der gefällt mir nicht. Hier können wir uns jetzt entscheiden, mit welcher Art von Steuerung fliegen wir. Wir haben halt eben Tastatur, das soll die Maus sein und das ist der Joystick. Ich möchte mit Joystick fliegen. Hier haben wir dann auch noch den Detailgrad des Terrains halt eben. Simpel, dann schon genauerer halt eben, schön gewölbt und halt eben mit den meisten Details, mit Schattenwurf und sowas, das möchte ich auch haben. Hier könnten wir, glaube ich, die Tastatur einstellen. Dragon Movements, Lance Movements, Ointment Keys, das ist zum Beispiel auch interessant. Give Rider, ja, 1, 2 und Ointment Status, den gebe ich auf die 3. Da sieht man von wegen, wie viele Mixturen man noch übrig hat zum Benutzen. Dragon Actions, die lasse ich so wie ist. Das war halt eben der Atem 1, Atem 2 oder Breath 1, Breath 2, halt eben Gas geben und bremsen und sowas. Die Fuse kann man zurückgeben und Restore Default Keys wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen zurückgehen. Hier könnte man natürlich noch speichern und hier können wir ins DOS zurückgehen. Gut, aber jetzt hupfen wir endlich mal ins Spiel. Ups, Ja, okay. Gas, 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 Gas.
Und an sich benutzt dieses Spiel ja zwei Button-Joystick. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er meinen zweiten Button nimmt. Doch, hat er genommen. So, an sich, ich hätte eigentlich getroffen. Zack. Ersten Hammer. Gehen wir noch Gas. Fliegen wir rauf. Der zweite versucht zu fliehen. Und die Lanze ist theoretisch die stärkste Waffe in dem Spiel. Jetzt gerade am Anfang halt eben haben die... ist jeder Gegner mit einem Lanzenstich ist hin, aber spätere Gegner, die brauchen dann schon ein paar mehr. Ich habe noch nicht gegen Schiffe gekämpft, ich habe auch noch nicht gegen fliegende Festungen gekämpft. Bei Schiffen, was ich mir einbilde, glaube ich, reicht ein Feuerhauch. Mit der Lanze kannst du denen nicht viel anhaben, das stürzt ab. Und leider, in der Mission gibt es leider, ich glaube, so gut wie nie Musik. Das ist wirklich was, was schade ist. Aber ist wurscht. Your success in defeating the evil dragon scouts is hailed by the knights on Sacred Isle. Truly, you hear, this is a victory worth of one sponsored by Lord Gunther himself. Ja, also die Leute sind aus dem Häuschen, dass wir diese zwei Scouts fertig gemacht haben. Und tada! Heldenpose natürlich, der Drache im Hintergrund. Your courageous deeds and proven skill have gained you the admiration of your fellow knights and you ascend among the ranks. Also wir sind aufgestiegen in der Ritterschaft und wir sind jetzt der Defender of the Crown, Verteidiger der Krone. Nein, ich will jetzt nicht speichern. Wyverns, huge flying lizards armed with poison stingers on their tails. Also die da. The watch from the cliffs of Crimson as ships bearing the flag of the good. Ja, also forces passed on the sea below, having drifted far behind the protection of the main fleet. The ships are easy prey. Gut, traveling from Sankos to join the rest of the army. Das heißt, wir sind jetzt gerade im Überflug halt eben, dass wir zu unserem neuen Posten fliegen und dort haben wir halt eben gesehen, dass, also wir machen jetzt quasi Begleitschutz oder eine Abfangmission, weil nämlich Schiffe unterwegs sind von unserer Flagge, die eine leichte Beute wären für drei Wyverns. Ich weiß, dass drei sind, aber es steht zwar nicht dort oder was. Und die Wyverns wollen jetzt da eigentlich angreifen und wir sind zum Gegenangriff hier. Ja, wir sind gerade am Überflug. Zack, die Schiffe gehören zu uns. Schiffe haben auch halt eben, die haben auch Bogenschützen drauf. So, ich werde mal ein bisschen Gas geben und ein bisschen an Höhe gewinnen. Und das letzte Mal habe ich diesen Zweitangriff genommen von dem Breath. Dieses Mal werde ich den ersten nehmen. Ich weiß gar nicht, ob die schon... Die können, glaube ich, die haben keinen Feueratem oder was. Die haben halt eben diese Giftstacheln. So, komm hier da. Haha. Wow, wow. Ja, aufpassen müssen wir auf jeden Fall ein bisschen. Zwei sind noch übrig. Wie gesagt, der Pfeil zeigt uns an, wo es ist. Ich bilde mir ein, man kann irgendwie den Radar oder die Kristallkugel kann man noch ein bisschen den Radius kann man verändern. Ich wüsste jetzt gerade nicht wie, damit wir genau wissen, wo wir sind. Kommst her. Ha! So, pass auf, ich gebe mal kurz Gas und fliege mal kurz weg. Mal schauen, dass wir dem ein bisschen davonfliegen. Und... Ja, Birds. Ah, fuck. Daneben. Das war ein bisschen zu voreilig. Ich will auf jeden Fall schauen, dass der nicht über mir ist. Weil wenn der über mir ist, die Chance ist nicht hoch, dass... oder sagen wir es mal so, die Chance ist sehr hoch, dass er uns vom Sattel kickt. Und das wollen wir nicht. So, zweite Mission geschafft. Ich weiß, die Missionen sind relativ schnell oder kurz halt eben. A cheer rises from the ships far below, hailing your Valon defeat of the Wyverns. You fly as escort over the ships and safely guide them back to the rest of the fleet. Ja, also hurra, hurra, wir haben es geschafft halt eben. Wir haben sie an ihr Ziel weiter eskortiert und das ist das Ziel. Coole Grafik auch, finde ich.
The good army arrived in southern Ergov, expecting to be greeted by those who manned the night's outpost. Instead, they were met by pools of acid and melted remains. The signs of a black dragon's destructive passage. Driven away by the arrival of the good army, the black dragon now cowers in the depths of an impenetrable swamp, where you and several other scouts have been sent to report her post. Knowing that she would be far too cunning to allow herself to be outnumbered, you set out alone to challenge her to a duel. Ja, also das ist jetzt quasi, wir kämpfen gegen ein Ass oder das erste Ass. Das ist normalerweise ein Außenposten gewesen von den Guten. Ein schwarzer Drache hat hier sich ausgetobt und hat den Außenposten quasi komplett im Erdboden gemacht, halt eben und alles mit Säure zugespien und so. Und er hat sich jetzt in einen Sumpf verkrochen und ist halt eben ein Schlitzohr, und dadurch, dass wir wissen, wir können ihn nur rausscheuchen aus seinem Versteck, wenn wir alleine losfliegen, sind wir jetzt alleine unterwegs und ja, und holen uns diesen schwarzen Drachen. Zum Glück haben wir ja unseren Arrow, unserem Pfeil, unserem magischen, der uns sagt, wo die Ratte sitzt. Und ich bin die ganze Zeit auf Gas geben, weil wenn man rauffliegt, man sieht die Power von unserem Drachen, halt eben die Ausdauer, die sinkt. Aber ich möchte mal eine gewisse Flughöhe haben, bevor wir da fliegen. So, der Radar zeigt noch nichts an, aber die Ratte ist dort. Und jetzt sieht man auch schon auf der linken Seite den Morgenstern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Morgenstern haben oder ob das einfach ein Zusatzzeichen ist, weil wir im Rang schon aufgestiegen sind in unserer Flugstaffel heute. Halt. Aber die Idee finde ich grenzgenial von dem Spiel. Und ich habe das schon einmal erwähnt gehabt, da ist die so. Ich habe das schon einmal erwähnt gehabt, dieses Spiel, nicht namentlich, aber einfach nur, dass ich gesagt habe, hey, ich habe mal ein Spiel gekauft und bla bla bla, und das ist voll geil und das verdient ein Remake, und dieses Spiel verdient definitiv ein Remake. So, der Hund fetzt mit seinem, da haben wir jetzt die Dinger halt eben, das ist auf der rechten Seite die verschiedenen Kamera. Pow! Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ah, und da sitzt ein Reiter auch drauf, ein Hund. Komm her da, du. Ah, das gibt's doch nicht. Den hätte ich doch erwischen müssen. Oh, komm her da, du Ratte, du. Komm her, komm her, komm her, komm her, wo ist er? Breath ready, ja. Haha! Wir haben ihn. Und er stürzt ab und ab und ab. Na, also wie gesagt, ich finde, dieses Spiel hätte sowas von ein Remake verdient. Erstens mal, wie gesagt, grafisch wäre eh klar, je nachdem wann das rauskommt und wo. Aber dieses Spiel wäre, finde ich, perfekt für die PlayStation VR. Und es muss ja nicht einmal die überdrüber Grafik sein, weil ich habe mir das noch gedacht gehabt, hey, es gibt ja Skyrim VR, und haben wir dann noch angeschaut von wegen, hey, kann man da auch, weil ich bild mir ein, ich habe irgendwas gelesen, dass man mit Drachen fliegen kann, und haben wir es dann im Internet angeschaut, und ja, das gibt's, nur bei Kämpfe, du kannst dem Drachen sagen, er soll jetzt angreifen oder gegen das Viech kämpfen, und das wird vom Computer ausgetragen, du hast keine Kontrolle über den Drachen. Und jetzt theoretisch stelle ich mir dieses Spiel super vor, VR, weil du sitzt ja auf dem Drachen. Das heißt, das ist eine Flugsimulation. Du sitzt nicht in einem Cockpit, aber du sitzt auf was drauf. Das heißt, der Körper müsste es eigentlich, oder dein Geist müsste es realisieren können und verarbeiten können. Weil das hat man ja oft bei diesen VR-Spielen, dass überhaupt, wenn es irgendwelche Sachen sind, wie bei Resident Evil oder keine Ahnung was, wo dann vielen Leuten schlecht wird, wie mir zum Beispiel, weil teilweise, ich glaube, es hängt damit zusammen, teilweise kannst du das Gehirn nicht verarbeiten, dass du sitzt, aber du gehst in dem Spiel. Und deswegen sind Autosimulationen, Flugsimulationen und sowas, kann das Gehirn besser verarbeiten. Ist auch nicht immer, aber meistens. Und das Spiel stelle ich mir super geil vor, eben VR. Du sitzt auf dem Drachen, deswegen, das könnte dein Kopf, der Kopf könnte es leichter vertragen oder verarbeiten. Und da auch noch dann vielleicht mit den Move Controls, weil dann hast du zwei Dinge, dann könntest du mit der einen Hand, je nachdem welchen Knopf man drückt, deswegen hat man ja ein bisschen
also eine kompliziertere Steuerung, oder das kann man sicherlich mit den Move Controls geiler machen, dass je nachdem, was du drückst, kannst du auf einmal mit dem Schwert herhauen oder mit dem linken Stick zum Beispiel, dass du die Lanze jetzt da führst oder halt eben die Zügel nimmst oder sonst irgendwas. Das stelle ich mir so geil vor. Also, das wäre super, aber ist eh klar, das ist ein Wunschgedanke von mir. So, your single-handed defeat of the Black Dragon distinguishes you among your fellow knights, who laud your courage and skill in challenge the monstrous beast. Surely you're over here, one knight in the sword remark, this young knight is destined for higher orders of the knighthood. Ja, also halt eben, wir stechen jetzt daraus, halt eben, weil wir ein Ass quasi jetzt oder einen schwarzen Drachen zur Strecke gebracht haben und Leute sind natürlich froh und leiwand, dass ich das gemacht habe und wir sind natürlich, sagt einer auf jeden Fall, für Höheres ausersehnt und deswegen wir sind jetzt Ritter der Krone sind wir jetzt da. With difficulty comes reward, and for your defeat of the Black Dragon, you receive a choice item from her lavish hoard, a cloak of protection. Hey, also wir haben einen Umhang der Rüstung haben wir bekommen, oder der Verteidigung halt eben. Also ein Artefakt, this odd garment feels as soft and subtle as any fine cotton cloak, but is almost impossible to cut or tear. It fits very well. Okay, also halt eben so ungefähr wie das, wie bei Herr der Ringe halt eben das Mithril-Hemd, nicht ganz so geil, aber halt eben doch ein toller, dünner Stoff, aber halt eben hält urviel aus und lässt sich nicht zerreißen und was auch immer. Gut, Save Mission, no. Your astounding success brings you to the attention of the Knighthood's leadership, who ask you to join the Order of the Sword. So, jetzt könnte man zum Orden des Schwertes rüberwechseln halt eben und dort einer neuen Staffel beitreten. Sorry, ich kann immer mehr quatschen, warum auch immer. Wollen wir das, ja oder nein? Wenn wir das machen, opfern wir natürlich, also erstens mal haben wir unseren Sir da nicht mehr, oder wie der heißt, den Drachen halt eben, und gerade diesen Umhang, was wir bekommen haben, müssen wir auch gleich wieder abgeben als Beigabe. Das heißt, ich möchte nicht dort mitmachen. Ein neues Bildchen. Lord Gunther gathers the army and briefs them on the grim situation. A large force of evil dragons has been discovered in the hills of Foghaven Fell, where they wait to ambush the forces of good as they pass. Ja, okay, also es befinden sich irgendwelche Drachen halt eben in irgendeinem Canyon oder hügeligen Gebiet halt eben und die greifen aus dem Hinterhalt halt eben die guten Truppen an. To draw them out of their lairs, a plan has been developed where a dragon rider must pass low through the mountains and emerge east of Qualimori and attack the enemy outpost. The evil dragons will assume the forces of good have flown around Southern Ergo and will emerge to give battle. The good dragon army will then take them by surprise from behind. I cannot overemphasize the danger. Okay, also wir haben die Aufgabe bekommen, wir sollen durch diesen Canyon durchfliegen oder diese Berglandschaft so niedrig wie möglich, sollen dann den Außenposten attackieren. Daraufhin glauben die guten Drachen kommen von der Richtung, obwohl die Drachen anders positioniert sind und dem von hinten halt eben angreifen werden. Who volunteers to draw them out? Lord Gunther stresses understanding the danger. Ja, also wir sollen es halt eben aufscheuchen. Toll. Ich muss ehrlich zugeben, diese, die habe ich noch nie gespielt. Okay, ganz kurz, ich weiß nicht, können wir da jetzt... Nein, nicht load. Ah, shit. Okay, da können wir nur laden. Ich kann nicht langsamer werden, wirst mich verarschen. Shit, ich kann wirklich nicht langsamer werden. Na toll. Weil das ist halt eben, du fliegst mitten im Gebirge. Ich, ja. Da hast du Musik auf einmal jetzt da dabei.
Und ich sehe nicht einmal, es hat geheißen Osten. Ich fliege im Gebirge, aber da ist nichts. Rechts wird man noch angezeigt, wo was ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt richtig fliege. Die Höhenangabe ist halt eben, ist eh klar, weil es ein Hügel oder ein Gebirge ist. Es wird mir auch am Radar nichts angezeigt. Das heißt, ich befinde mich hier quasi im Blindflug, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hinfliege. Da ist nichts. Ja, der Drache zeigt mir nicht wirklich an, wo irgendwas ist, sondern einfach nur der... Also es ist nicht so wie bei Wings, deswegen hast du ja halt eben den... siehst du unten, der Umhang wird mir gezeigt. Es ist nicht so wie bei Wings, deswegen hast du ja den magischen Arrow oder magischen Pfeil halt eben, weil bei Wings hat er ja der Pilot immer zeigt, wo der nächste Gegner ist. Ne? Ja, ich fliege einfach mal da durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt, da würde sich auch wieder eine Musik gut machen. Okay. Ah, East. Okay, ich fliege nach Osten. Jetzt, da wird es mir endlich angezeigt. Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier wirklich nichts. Ich glaube, ich bin hier in einer Sackgasse. Ich muss wieder zurückfliegen. Oder? Oder geht's da hinten weiter? Weil, ja, toll. Fly lower, du bist Leon. Okay, sie haben mich gesehen. Shit. Ja, machen wir es nochmal, ist ja wurscht. Ja, es ist toll, wenn ich nicht... Also, man hat jetzt gerade gemerkt, wenn ich zu hoch fliege, zu lange, dann war es das. Aber ich weiß ja nicht einmal, wo ich hinfliegen muss. Ist nicht so einfach. Die vorigen waren noch einfach, ist eh klar, das Spiel wird schwieriger mit der Zeit. Aber man sieht jetzt auch von wegen, dass die Missionen sich auch ein bisschen verändern. Gibt halt eben nur nicht wie bei vielen Flugsimulatoren eine Außenansicht, das gibt es halt eben nicht bei dem Spiel. So, jetzt stellt sich die Frage, in welche Richtung fliegen wir? Fliegen wir links? Weil das letzte Mal sind wir rechts geflogen. Aber auf der anderen Seite, ich hätte dort weiter fliegen können. Ich bin ja dann nur nach links geflogen und er hat mir ja gezeigt Osten. Und weiß nicht, vielleicht fangen wir ja wirklich mit Norden an. Jetzt wäre ich nach rechts geflogen, das wäre Osten. Im Osten nichts Neues. Fliegen wir da mal weiter. Okay. Wer da was? Schaut auch nicht so tolle aus. Aber ich fliege da mal rein. Na, das war sicher nicht gescheit. Das ist Westen. Okay, ich probiere es einmal kurz, ob wir umdrehen können. Ja, können wir. Das ist das Einzige. Ach Gott, die Steuerung ist manchmal ein bisschen zu sensibel. Gerade wenn du schnelle Manöver machst. Oder halt eben ganz schnell nach rechts oder nach... Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo fliegen wir hin? Alter! Ich hab mir gedacht, da ist nach rechts gegangen. Geht's da nach rechts? Nein, da geht's auch nicht nach rechts. Alter, wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? So, geht's da nach rechts? Geht's auch nicht nach rechts? Nein. Fly low, la, lo, 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 lo. Okay, ich fly. Hallo? Fly low, du bist lustig. Das ist auch eine. Ich will nicht abkratzen, noch nicht. Nein. Wo bin ich denn da? Das gibt's doch nicht. Egal, wo ich hinfliege, ist es falsch. Norden. Gut, das heißt, da müssen wir jetzt nach rechts. Ja, wenn wir rechts könnten. Pass auf, ich fliege wieder den ganzen Weg zurück. Gell? Er hat ja nur gesagt, im Osten. So, da geht's irgendwie weiter. Wenn man weiß, wo man hinfliegt, ist sicher Watschen einfach. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfliege. Aber das haben wir ja schon festgestellt. Okay. Da wäre Osten. Schauen wir mal. Ah, toll, das schaut auch noch nichts aus. Oder noch eine...
Sackgasse. Süden. Süden ist nicht gut. Ja, da. Ich müsste da nach links fliegen. Ich bin schon wieder im Osten. Ja, ich bin zu hoch, weil da. Discovered entrusted with the task of attacking the high enemy outposts either flew too high and was spotted or crashed. Ich will ja, nein, ich will ja nicht crashen. Das ist ja. Einmal probieren wir es noch. Ist halt eben auch blöd, ich habe da nicht gespeichert. Ne? Wenn zur Not es gibt online, habe ich auf jeden Fall gesehen, also auf YouTube gibt es auf jeden Fall. Ich glaube ein oder mehrere, die das Ganze als Playthrough gemacht haben. Das heißt, zur Not müsste ich es mir dann dort anschauen. Aber er gibt da ja vor, hier zu fliegen. Gut, dann fliegen wir mal hier. Interessanterweise zeigt er mir jetzt Süden an. Das hat er vorher nämlich nicht gemacht. Und ich soll ja durchs Gebirge fliegen. Weil ich könnte ja ansonsten gleich am Anfang rechts abbiegen oder was. So, wir fliegen nach Osten. E. Jetzt fliegen wir wieder nach Süden, aus irgendeinem Grund. Nein, jetzt ist wieder Osten. So, theoretisch rechts zeigt er mal an, dass es weitergeht. Links schaut nicht gut aus, rechts, okay. Fly lower. Wie niedrig soll ich fliegen? Da vorne ist. Wie gesagt, ich habe keine Lust abzustürzen. Und hier ist absolut gar nichts. Wo soll ich jetzt hier hinfliegen? Ich würde es mal wirklich gerne anschauen, wo. Okay, pass auf, wir machen jetzt was ganz was anderes. Ich schaue, dass ich außen rum vorbeifliege. Mal schauen, ob das Spiel mich das durchgehen lässt. Also mir das durchgehen lässt. Westen. Wer weiß, vielleicht war es einfach nur die ganze Zeit falsch, dass er mir das angezeigt hat. Oder beziehungsweise, dass man die falsche Fährte gegeben hat. Also theoretisch fliege ich genau in die Gegenrichtung. Hier kommen wir nicht weiter. Da müsste ich ja am Anfang nach links fliegen eigentlich. Dann schauen wir mal, vielleicht kommen wir auch ans Ende vom Level, weil ich ja die ganze Zeit in die falsche Richtung fliege. Aber bevor ich da irgendwie abkratze oder beziehungsweise halt eben mal Spachtelmasse endet am Berg, möchte ich mal schauen, ob ich da vielleicht von der Seite kommen kann. Vollgas fliegt der Drache ja sowieso. Meine, es kann sein, dass. Wenn ich Pech habe, ist der Canyon ewig. Weil ich fliege in die falsche Richtung. Ansonsten die anderen Versionen, wie gesagt, beim Amiga habe ich mal einfach nur gedacht gehabt, ich will lieber die PC-Variante haben. Ich habe damals mit Versandkosten, und ich glaube sogar Zoll war auch dabei, weiß ich jetzt aber nicht mehr auswendig, habe ich damals 64 € zahlt für das Spiel. Und ja, Amiga wüsste ich jetzt nicht. Es war zu dem Zeitpunkt, ich weiß, eine Amiga-Variante wäre verfügbar gewesen, weil ich mir natürlich das Ganze wieder auf eBay gekauft habe. Nur wollte ich halt eben die PC-Variante haben, weil beim Amiga, es ist zwar schön, dass ich es habe, auch unter WinUAE, ich kann es eh spielen und sowas, und dort kann ich auch eine Turbokarte halt eben emulieren und alles. Nur ich habe mir halt eben gedacht, wie gesagt, die PC-Variante ist mal lieber als jetzt da die Amiga-Variante. C64. We've flown too far. Was machst du jetzt, Alter? Jetzt fliegen wir wieder alles zurück, oder was? Warte mal, abort, können wir abbrechen? Also, warte mal, abbrechen können wir ja sowieso, wenn wir zu hoch fliegen, ne? Genau. Gut, dann machen wir es nochmal. Okay, jetzt probiere ich links herum zu fliegen. Irgendwann, vielleicht schaffen wir es noch. Ich meine, schauen wir mal nach, ob es hier irgendwo. Können wir hier links fliegen?
könnten wir theoretisch, aber es, nein, es ist so gemacht, dass du da reinfliegst. Ja, fliegen wir nochmal rein. Es ist nur wirklich eine Schweinerei, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und ich, wenn ich wenigstens den Drachen verlangsamen könnte ich mal wie bei einem Hubschrauber halt eben, kannst du den Weg dann suchen. Und wenn ich nicht hochziehe beim Umdrehen, dann würde ich irgendwann einmal in irgendeinem von den Bergen da enden. Und das will ich nicht. Das will doch keiner. So. Pass auf, ich fliege da mal rechts. Dann da schauen wir, ob wir nach links fliegen können vielleicht. Nee, können wir eh nicht. Dann fliegen wir da weiter. Es müsste doch einen Weg geben. Ja, ich bin zu hoch. Fliegen wir da mal rein. Vielleicht hilft das ja. Kann ja nicht so schwer sein, da durch ein Gebirge zu fliegen. Ich würde gerne noch die eine Mission jetzt, was mir ein bisschen anzipft, die würde ich jetzt gerne noch schaffen. Und vielleicht danach speichern, dass ich es vielleicht irgendwann einmal weiterspiele. Weil ich finde es schon cool. Das ist wirklich was Frisches, überhaupt damals auch für die 90er, eben sehr frische Idee. Und es gibt ja doch ein paar Drachenspiele, gibt's. Also Dragon Spirit fällt mir zum Beispiel ein, oder halt eben Mandari 2600 hat es ja Dragonfire gegeben, das habe ich urgern gespielt. Oder Sir Lancelot halt eben, aber da waren die Drachen immer die Bösen. Da finde ich, das finde ich schon cool, dass man da endlich mal einen Drachen fliegen kann und so. So, jetzt Süden. Schaut eigentlich gut. Das schaut sehr gut aus. Das schaut sehr gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingeflogen bin, aber schaut cool aus. Was ist das? Das ist jetzt der Außenposten, den soll man attackieren, oder? Es wird auf jeden Fall als Ding angezeigt. Pow. Haha. 6 zu einfach kann es gehen. Und es war auch das, von wegen, wie ich dann, weil es mich interessiert hat, habe ich dann noch geschaut gehabt, was die wegen Drachenspiele und sowas. Und mir ist noch eingefallen, auf der PS2, ich glaube, auf der PS1 hat das angefangen, da hat es damals ein Spiel gegeben, was mich urstark interessiert hat, bevor es rausgekommen ist. Draconia, irgendwie so hat das geheißen. Da hast du eine Amazone oder eine weibliche Kriegerin hast gespielt und hast dann einen Drachen bekommen, der war ein intelligenter Drache und sowas, und die zwei haben zusammenarbeiten müssen. Da hast du den Fluglevels gehabt und dann hast Levels zu Fuß gehabt, wo du dann später den Drachen wieder getroffen hast und so. Und da hast du halt eben auch, da hast Waffen gekriegt und sowas, und hast halt eben Nahkampf gehabt, und wenn du am Drachen gewesen bist, hast du gegen andere Drachen gekämpft und so. Ziemlich cooles Spiel. Und eben, wie es mich interessiert hat und ich ein bisschen nachgelesen habe und so mal Videos angeschaut, ich weiß nicht mehr, warum ich es mir dann nicht mehr gekauft habe, aber es war so. Und da hat es dann noch einen zweiten Teil gegeben auf der PS2 auf jeden Fall. Und dann habe ich mich noch weiter ein bisschen damit beschäftigt und dann bin ich draufgekommen, auf der PS3 hat es damals ein Spiel gegeben, das hat Lea geheißen. Da denke ich mir, das sagt mir jetzt nichts. Und wie ich dann, habe ich mal so Previews angeschaut davon und halt eben Gameplay-Video und da habe ich mir gedacht, hey, das schaut eigentlich ziemlich geil aus, wieso ist mir das damals nicht aufgefallen, weil ich mich doch immer, obwohl ich mich für Retro-Spiele interessiere, aber trotzdem immer für aktuelle Sachen auch interessiert habe und halt eben auch informiert habe und sowas. Und später erst ist mir dann aufgefallen, hey, ja, doch, ich weiß noch, ich habe mich dafür interessiert, aber habe es dann verworfen, weil die gesagt haben, weil das war eins der ersten Spiele, was damals für die Move-Controls gemacht worden ist, oder, nein, nicht die Move-Controls, ach Gott, wie heißt es gar, dass man mit dem Controller diese Moves macht halt eben. Und die Steuerung ist nicht so dolle gelungen und ist erst später gepatcht worden. Und ich habe mir dann einfach das Spiel nachbestellt, jetzt da halt eben, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es auf Amazon, glaube ich, habe es mal gekauft, ich habe es einmal schon ausprobiert, ist ziemlich cool, das Einzige nur von wegen, aus der heutigen Sicht, ich weiß auch nicht, es ist eine schöne Grafik, aber es schaut wirklich alt aus für mich und ich komme nicht ganz rein. Bei so einem Retro-Spiel komme ich voll rein, auch mit dieser alten Grafik. Nur bei einem PS3-Spiel. Aber dann ist mir noch ein anderes Spiel aufgefallen oder beziehungsweise auf das bin ich aufmerksam geworden. Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste mir so unbedingt kaufen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es ist ein affengeiles Spiel. Und zwar Definity
Dragon Commander. Und ich habe es halt eben geholt, das war noch brandneu, habe ich es gekriegt gehabt bei einem Geschäft in Deutschland, beim Computergeschäft, und habe 30 Euro dafür zahlt mit Versandkosten. Also das Spiel hat brandneu 20 Euro gekostet und Versandkosten waren 10 Euro. Wenn du das auf Steam kaufst, kostet die Grundversion kostet 40 Euro, Alter. Also das ist wirklich... Pff. Und dann gibt es noch eine größere Variante mit 45 Euro und irgendeine Royal Edition mit 60 Euro oder was. Aber ich finde das wirklich eine Verarsche, die Version mit Verpackung 20 Euro brandneu und die Online-Variante, wo du nur... wo du es dann nur downloaden kannst, kostet das Doppelte. Also wirklich ein Verarsche. Aber das Spiel ist echt cool. Ist an sich ein Strategiespiel. Du bist der Feldherr, aber du kannst dich jederzeit in deine Urgestalt verwandeln, weil du bist ein Drachengeborener oder halt eben gehörst der Rasse der Drachen an und du verwandelst dich als Mensch, damit du dein Volk leitest und halt eben am Schlachtfeld vorhanden bist. Kannst dich aber in deine Drachengestalt verwandeln, die was sind das gerade? Die Gnome oder, ich glaube Gnome sind's, haben dir ein Jetpack gebaut für deinen Drachen und du kannst ins Kampfgeschehen eingreifen während der Schlacht. Das ist schon mal cool. Dann hast du eine Strategiekarte auf der Rückseite. Also es hat viele verschiedene Komponenten, halt eben wie Risiko hast dabei, Civilization ist dabei, weil du musst dich mit den verschiedenen Völkern halt eben gut und schlecht stellen, es gibt politische Entscheidungen, die du treffen musst, es gibt kulturelle Entscheidungen, die du treffen musst, es gibt dort die Untoten, es gibt die Zwerge, es gibt die Elfen, es gibt die Menschen, es gibt die Gnome, es gibt ein Wasservolk und du musst für alles, musst irgendwie, also überall die ganzen Entscheidungen, was du triffst, sind für die besser, für die schlechter. Es geht da um gleichgeschlechtliche Ehe geht's zum Beispiel in dem Spiel und du musst da auch später dann eine Frau aussuchen, also du sollst heiraten halt eben und sollst dann von einem Volk sollst du halt eben dir deine Braut nehmen und da werden da auch dann die Frauen zur Verfügung gestellt quasi und es hat urviel Humor, das Spiel, und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich musste mir es unbedingt kaufen, weil ich es gesehen habe, dass es noch neu gibt, aber das muss ich irgendwann mal ausprobieren. So, Entschuldigung, das war einfach nur von wegen, weil es damit zu tun hat. So, Lured away from the hills where they waited in ambush, the evil dragon force was surprised from behind. Ja, also die Guten haben halt eben wieder gewonnen. Scepter Knife sind wir jetzt, ein skeptischer Ritter. Upon hearing tales of your deeds of courage, your commander rewards you with a ring of protection. This device makes you and any creature within 5-inch feet, keine Ahnung, of your position, such as the dragon you're riding, harder to hit by a large factor. Keep up that kind of behavior, your commander commands, because you will definitely need courage in order to survive. Und jetzt werden wir mal speicheln. Nehmen wir das da. Ein Schiffchen, bitteschön. As the good army enters the Straits of Algony, they are engaged by a fleet of enemy ships. Have a care. Have a care. Your commander warned you as you took off for combat with the enemy ships. There could be a draconian escort nearby. Das sind halt eben diese Drachen, die auch eben die Gelenke haben und so weiter. Also so Drachenmischmasch halt eben, ne? Okay, also die sollen wir höchstwahrscheinlich Meier machen. Das wird schon besser halt eben, ne? Schauen wir noch, ob wir die eine Mission da machen. Also wir sollen jetzt da Schiffe attackieren. Es macht wirklich, also mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Patsch. Haben wir getroffen? Ich glaube, wir haben getroffen. Wir fliegen auf jeden Fall. Ah, Gas, 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 Gas. Jetzt müssen wir wieder... Ah, Chas! Bogenschützen, verfluchte Bogenschützen. Na komm, Breath, Breath, Breath. Oh! Shit, haben wir nicht erwischt. Ja, so, da sind die Drakonias auch noch. Na, pass auf, den erwischen wir. Kille, Kille. Au! Enemy Hits, was? So, wir sind auf jeden Fall schon getroffen worden. Das ist schlecht. Aber, Breath ready. So, schauen wir mal. Das linke Schiff, das müssen wir doch mal erwischen. Da kommt schon wieder einer. Das ist halt eben das. Deswegen müssen wir die Schiffe eigentlich als erster mehr machen.
Haha, ein Schiff haben wir zerstört. Nicht zu knapp ans Schiff ran, weil sonst fetzen die wieder. Und schauen wir, dass wir einen zweiten, weil ansonsten halt eben, je mehr Schiffe da sind, oder halt eben durch die Schiffe kommen immer wieder diese Drakonien, Ritter da. Voilà. Ah, das Mount hat gebissen. Sehr gut. So, den haben wir auch. Pau. Na geh, der ist dann eben gegangen. Hör auf. Scheiben. Archers. Ja, da sind wieder die Dinger. Ich brauche den Breath Down eben für die Schiffchen. Aber ich treffe auch einen Chars. So, wir dürfen aber nicht zu niedrig fliegen. Breath ready. So, ich hoffe jetzt nicht, dass ich den Typen erwische. Na geh, Alter, das gibt's doch nicht. Haben wir schon wieder nicht erwischt. Gut. Gas, Gas, Gas. Nein, das war zu weit. So, von der Seite erwischt man die natürlich gescheiter. Ah, Breath ready. So, aber jetzt. Gut, wir müssten es auf jeden Fall erwischt haben. So, der Drache ist schon mal. Nein, shit, ich habe mich geheilt. Ah, ich wollte den Drachen heilen. Eins, zwei. Okay, das war's mit unserer Salbe. Breath ready. Jawohl. Dann brauche ich mich nicht mehr um die Drachen, also um die Drakonias da kümmern. So, ich würde mal sagen, wir lassen es gut sein. Ich könnte jetzt hier dieses Video beenden, aber wisst ihr was? Ich werde es jetzt dann noch. Ich werde auf jeden Fall eine Pause machen und ich zeige euch auch noch die Amiga-Variante und die C64er-Variante. Wie gesagt, die C64er-Variante ist am schwächsten. Ich habe mir kurz einmal online angeschaut, die PC98 und die Sharp X68000-Variante. Beide ziemlich gut. Beide rennen ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man. Also PC98 müsste man schon aufrüsten haben können. Und beim Sharp X68000 bilde ich mir ein, dass da zwei oder drei verschiedene Varianten gegeben hat. Aber ich weiß nicht, ob man die jetzt so einfach mit RAM oder was erhöhen konnte. Ich bin da sehr schwach, weil es zu exotisch ist für mich und weil es zu teuer ist. Deswegen habe ich mich nie dafür interessieren wollen, weil sonst hätte ich noch mehr Anguster gekriegt auf das System. Aber was mir auf jeden Fall auffällt ist, was ich ein bisschen komisch gefunden habe, war das, dass, also grafisch passt alles und sowas, das Spiel ist komplett auf Japanisch halt eben, weil es nur in Japan erschienen ist für diese Systeme. Aber halt eben so Berge und sowas, die sind alle in so einem komischen Rotton gehalten, rot-weiß. Kann es auch geben in der Natur, ist mir schon klar, aber es hat mich ein bisschen rausgeworfen, muss ich ehrlich zugeben. So, was sind wir jetzt? Ein Schild Knight sind wir jetzt da. Look a little bit up there, lad. It's Fistball. The old man squints at you studiously, noting your somewhat battered condition. Won't do, he mutters to himself. Won't do at all. Here, lad, you'll need some more of this. He rummages in the pockets of his robe and half expecting him to pull out something small and long. Something small and long dead. You are surprised when he hands you a small sealed jar. Cautiously, you open it and take a whiff. Kick Tom's ointment. Ah, wir kriegen eine neue Salbe. You turn around to thank him and find yourself facing air. The old man has disappeared again. Ja, der Fiesbahn, wenn ich mich richtig entsinne, das ist dieser eine Magier, ist sicherlich irgendeine große Figur in dem Dungeons and Dragons Universum. Das war, glaube ich, der eine, der für dich gebürgt hat, dass du Ritter geworden bist. Und das, also wie gesagt, der kommt doch kurz vor in dieser kurzen Geschichte, Romangeschichte eigentlich, von der ersten Mission und ist ziemlich cool geschrieben, muss ich wirklich zugeben. Aber ist wurscht, ich werde jetzt noch speichern. Ich weiß nicht, ob ich speichern. Okay, komische. Interessantes Bild, sagen wir es mal so. Nein, ist wurscht. Ich mache jetzt nicht weiter, weil sonst spiele ich weiter. Ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt eine Pause und ich melde mich gleich wieder und dann schauen wir uns die Amiga-Variante kurz an und dann zeige ich euch noch zum Schluss die C64er-Variante. Die C64er-Variante. So. So, jetzt sind wir in der Commodore Amiga-Variante. Ich habe extra jetzt, weil ich spiele das Ganze jetzt gerade unter WinUAE, habe ich alles auf Amiga 500 mit der 512 Kilobyte SLORAM Speichererweiterung halt eben eingestellt.
ich hätte theoretisch hätte ich sogar einen Spielstand abgespeichert, also nicht Spielstand, das war ein Probespiel, was ich mal gemacht habe. Da habe ich es mit die Amiga 1200 Einstellungen gemacht und da rennt das Spiel auf jeden Fall um einiges besser, aber auch dort ist es jetzt nicht perfekt. Und gut, grafisch, wie gesagt, es schaut schön aus und so, und es schaut eigentlich genauso aus, fast wie wenn du es am PC spielst mit der EGA-Grafik. So, hupfen wir eine. Wir wollen natürlich die erste Mission spielen. Jetzt kommt kurz die Abfrage. Theoretisch ist das Spiel gecrackt, was ich weiß, weil eigentlich fast alle Amiga-ROMs, die man so im Internet findet, sind gecrackt. Aber schauen wir mal kurz. Please enter the third word in Paragraph 1. Dann wäre das R. Ist eh gestanden, Skid Row war's, der das Ganze gekrackt hat. So. Da haben wir jetzt ein Ding halt eben. Die Geschichte kennen wir jetzt da eh schon. Nee, wir wollen es nicht sehen. Grin. Wie gesagt, also musiktechnisch und von den Soundeffekten her ist ungefähr gleich, wenn nicht sogar mal spurschwächer, aber nur wirklich ein Eizerl schwächer als jetzt am PC halt eben. Ne? Da sieht man eh schon, wie das ruckelt. Und das ist halt eben, wie gesagt, Amiga 500 Einstellungen. So, wenn wir da kurz reingehen. Erstens einmal, ich möchte ja auf Joystick wechseln. Die Details beim Drachen sind an. Das ist auf die zweithöchste Stufe eingestellt. Das wäre die höchste, ne, Terrain-Display. Wie gesagt, mit dem wird es wahrscheinlich flüssig rennen, aber allzu viel ist da jetzt nicht eingestellt. Ich meine, ich nehme das einmal weg. Schauen wir mal, wie es jetzt da rennt. Na, auch nicht gerade viel besser, oder? Also, da druckelt und ruckelt. Schauen wir mal kurz, wenn wir jetzt da ja, flach. Flachland. Wie schauen wir jetzt aus? Na, nicht gerade viel besser, oder? Also ich will jetzt nur zeigen, halt eben, wie es ist, wenn man mit einem Amiga 500 das Spiel spielen wird. Ah, okay. Trotz dessen zeigt er nichts an. Gut, weißt was? Wir geben Vollgas. Ich zeige es einmal wirklich in der Komplettauflösung, aber dazu muss ich mal kurz in die Optionen gehen. Chipset habe ich ja eh weggeben, okay. Warte mal kurz, 7,09 ist ja normalerweise, das war jetzt 14. 14, so war wir auf 21. Schauen wir mal mit 21 MHz, wie das Spiel jetzt da rennt. Das ist halt eben mit der kompletten Auflösung und alles und selbst da ruckelt es. Ich gebe zu, RAM habe ich ihm nicht spendiert. Das gebe ich schon zu. Aber hupfen wir jetzt auf 300% oder machen wir gleich 400. Das war halt jetzt was? 400, 14, 21, 28, das wären 35, also ja, über 35 MHz war halt mal jetzt da. Wie gesagt, beim Amiga 1200 hast du den 020er Chip hast da drinnen. Der hilft auch einiges. Das ist auch ein Booster. Und halt eben, ich könnte mir vorstellen, wenn du FastRAM noch dazu gibst und sowas, dann wäre es natürlich auch gescheiter. Oder beziehungsweise wäre es auch cool. Oder leistungsstärker dann das ganze Spiel, beziehungsweise das Programm und so. Programm, das Spiel halt eben oder der Computer selber. So, gehen wir mal Gummi, dass wir die zwei da erledigen. Weil ich möchte es bis zur dritten Mission, weil das ist halt eben, wenn man weiß, wie die Missionen gehen, sind es relativ kurz. Ich weiß jetzt nicht, so weit habe ich es noch nie gespielt. Vielleicht später irgendwann einmal, dass das Ganze dann, müssen wir jetzt, ein Looping fliegen, oder? Okay, was ist das? Runter, runter, runter. Wo ist er? Nur, ich muss ehrlich zugeben, diese Striche taugen mir nicht. Die taugen mir auch auf dem PC nicht, obwohl es dort schöner gemacht ist dann alles, aber da ist er. Da ist er. Gummi, Gummi, Gummi.
Treff ist ready. Pow. Und theoretisch, also man könnte hier mit die Lanze könnte man hier bewegen. Nur ich mag das nicht. So, für mich soll ruhig geradeaus sein. So, Mission complete. Yay! Es ist nicht schlecht am Amiga. Und wenn man den richtigen Amiga damals gehabt hat, auch gar kein Problem. Aber das ist halt eben wirklich wie halt eben so Flugsimulatoren. Ich sage mal, unter 14 MHz spürt sich da überhaupt nichts ab. Ja, Success. Kann ich euch noch ein paar von den Bildern zeigen? Eben da, tata. Nö. Und beim dritten, ich wollte es extra bis zum dritten spielen. Vielleicht können wir es da, dann brauche ich nicht einmal bis zum dritten spielen. Weil ich möchte nämlich eins machen, ich möchte unterhalb von Gegnern vorbeifliegen. Erstens einmal, dass man sieht, weil wir haben es nur einmal, glaube ich, gehabt, dass einmal kurzzeitig gestanden ist, dass mein Drache, bei der PC-Variante, wie ich gespielt habe, dass mein Drache den hingeschnappt hat zu dem Gegner. Und ich möchte einmal schauen, ob man das zusammenbringen. Entweder, dass ich dass halt eben unser Recke vielleicht mit dem Schwert herhaut. Weißt was, denn schauen wir, dass wir so, erwischt haben wir. Oder halt eben vielleicht sogar, na, das war nix, dass uns aus dem Sattel werfen, damit es kurz diese Animation sieht von unserem Helden halt eben wir. So, ich klaut bei einem, toll, wir sind jetzt angegriffen worden halt eben von den Krallen. Wie gesagt, das kannst du nicht beeinflussen. Claude bei einem ist schon wieder. Ja, okay. So viel dazu. Wenn's nicht so sein sollte oder was, dann werde ich abstürzen und setze das auch einmal. Jetzt haben wir halt eben die zweite Mission geschafft. Nein, nicht speichern. Nicht speichern, nein. Wie Exit. Da ist auch wieder DOS gestanden. Obwohl, es gibt ja Amiga DOS auch. So. Nö. Ja. Geht schon. Wie gesagt, also, das habe ich vorher schon kurz angeschnitten gehabt. Ich weiß nicht, ob ich fertig geredet habe. Das kennt aber bei mir, dass ich irgendwie einen Gedankengang kurz anfange und dann irgendwas ja, passiert oder sowas und ich komme nicht mehr weiter mit Quatschen, dass das Spiel halt eben die Missionen ultra kurz sind. Das heißt, da jetzt ein ich wollte es auch nie vergleichen mit Wing Commander, definitiv nicht, aber es hat halt eben doch einige Sachen, die mir, sage ich jetzt einmal, bei anderen Flugsimulatoren aufgefallen sind, die es damals nicht gehabt hast, weil eben das anderes Geschwader oder halt eben zu einem anderen Orden überwechselst, das war bei Flugsimulatoren jetzt auch nicht unbedingt sehr oft. Also mir fällt auf die Garten bis auf Wing Commander ehrlich gesagt keiner ein. Weil auch bei Wings oder was mehr ein Actionspiel war und nicht unbedingt, oder ein Shooter halt eben, und nicht unbedingt jetzt eine Flugsimulation, Da hast zwar schon, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, hier und da Geschwader gewechselt, aber du bist immer den gleichen Doppeldecker zum Beispiel geflogen. Ne? So, abfetzen will ich mich nicht lassen. Schauen wir mal kurz, ob man jetzt vielleicht, da erwischt er mich ja. Komm, attackier mich. Du sollst mich attackieren, nicht davor fliegen. Schau dir den Hund an. Du wirst ein schwarzer Drache sein. Attackier mich. Ah, hit me. Also, wir haben gerade mein Schwert hergehauen. Jetzt sind wir angeklaut worden. Okay. Jo, auch nicht schlecht. Also, er hat mit dem Feueratem oder keine Ahnung was, hat uns voll erwischt. Wobei, ich habe gar nicht geschaut gehabt, weil theoretisch, wir sind ja schon im vorigen Level sind wir ja schon attackiert worden von den Wyverns und ich habe mich ja nicht geheilt. Gut, das war jetzt die Amiga-Variante. Ich weiß, war sehr kurz, aber ist ja wurscht. Und jetzt als nächstes schauen wir uns noch gar die C64-Variante an. Jo, jetzt sind wir am C64er angelangt. Ich habe nicht drauf gedrückt, das war das Intro.
Da haben, ja. Ich habe schon wieder nicht drauf gedrückt. Was soll das? The first ever Dragon Combat Simulator lets you fly the mighty dragons of Kryn into fierce combat. Ich habe schon wieder nicht drauf gedrückt. Was soll das? Das Spiel spielt sich jetzt von alleine, oder was? Weil ich finde, also für Intro-Musik, das war eine Frechheit, nicht böse sein, aber diese 8 Sekunden oder was? Da kriegst du von mir keinen Oscar hier. Und das habe ich auch im Vorfeld mal gespielt gehabt, wie ich mir überlegt habe, dass ich das Video da mache. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Was? Darf ich mal spielen? Ich glaube, das Spiel hat was. Okay. Play the first mission. Ich weiß auch nicht, ob man großartig viel einstellen können bei der Version. Okay, jetzt habe ich drauf gedrückt. Das war ich jetzt. Gut, die Geschichte kennen wir jetzt schon. Und ist eh klar von wegen, also C64er 8-Bit-System, da kann man nicht zu viel verlangen, das ist mir eh klar. Ja, die Karte schaut okay aus. Die Bilder haben ja auch eigentlich gut, relativ gut ausgeschaut. Also für C64er geht das auf jeden Fall in Ordnung. Und man darf da eben auch halt eben dann in-game, weil es ist ja wirklich, sie haben es auf 3D gemacht und der C64er war jetzt nicht so hoch dabei, halt eben, wenn es um 3D-Spiele gegangen ist, hat auch einige gehabt, auch Flugsimulatoren und sowas, habe ich und mein Bruder damals auch gespielt. Aber jo. Okay. Gott, warte mal, Speed. Okay, Speed ist ja noch immer das gleiche. Ja, kein Drache, keine Lanze, kein gar nichts. Wir haben hier ein kleines Fadenkreuzchen. Auf der rechten Seite der Höhenmesser ist dieses Mal nur Strich. Wir haben aber unten unsere, also es ist alles da. Ne? Du hast die Kristallkugel ist da, deine Werte oder die Werte von dir und deinem Drachen. Jetzt mal. Ja, schaut gefährlich aus. Lebenspunkte halt eben von dir und von deinem Drachen, alles ist da, die Artefakte sind da. Bisschen schwierig zum Steuern kommt es mir vor. Geiler Soundeffekt. Sag jetzt bloß, da ist noch einer. Nee, der ist im Abstürzen, das war's. So, und das war jetzt gerade der Autopilot oder was? Geile Mucke. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel auch sehr schön gelungen. Die NES-Variante, ich habe mir es angeschaut, aber das könnte nicht spielen. Ich meine, es ist jetzt nicht schier, es ist nicht schlecht, aber auch alleine das, von wegen, es ist ja wie gesagt aus der Vogelperspektive und du kämpfst auf drei verschiedenen Höhenleveln, so auf die Art. Aber alleine vom Zuschauen her halt eben, das ist kein schöner Übergang zwischen den Flughöhen. Also sie haben sich nicht einmal die Mühe gegeben, dass so auf zack so ein Level oder was, dass das zeigen, wie du in die jeweilige Flughöhe dich begibst, sondern es ist einfach. Mir gefällt es nicht, die NES-Variante. Hat ein bisschen halt eben, also was ich gelesen habe, das Cover ist das gleiche. Ich glaube, die Geschichte ist halbert gleich oder zumindest die Hälfte haben es reingeschrieben. Es hat ja viel weniger Missionen und so. Aber trotzdem, also der Charme ist volle Wäsche weg bei der NES-Variante. Also die würde ich jetzt nicht empfehlen. Und die anderen zwei, was ich mich noch erinnern kann, weil eben, wie ich mir das alles da
durchprobiert habe und sowas, da habe ich mir halt eben diese PC98 Variante und die Sharp X68000 Variante angeschaut, die schon auch ziemlich cool aus. Nur ich könnte es so und so nicht spielen. Erstens wegen einem System, weil das hundsteuer ist, das Spiel ist hundsteuer und es ist komplett auf Japanisch. Also da kann ich sowieso nicht mitmischen. Was nicht unbedingt viel bedeutet bei so einem Spiel, sage ich jetzt auch gleich, aber ja. So, pass auf, ich werde da mal Verilo Altitude, ja, das ist auch gut. Aber so wie es ausschaut, es gibt hier keine Berge am C64er. Aber vielleicht bringen wir es ja zusammen, dass uns trotzdem... Warte mal, können wir nicht steigen? Na, nicht wirklich, gell? Es dauert ewig. So, komm her, du Miserwicht. Vielleicht bringen wir es jetzt zusammen, dass wir uns da runterhauen. Nur ich habe keine Ahnung, ob es auf dem C64 eine Animation diesbezüglich gibt. Nachbrenner. Ja, mehr Power hat er nicht. So. Mal schauen. Okay, da ist einmal gar nichts passiert. Auch nicht schlecht. Ja, das mit dem Navigieren oder halt eben mit dem Steuern ist da auf der Variante genauso nicht so lustig. Hallo? Oh, da waren sie. Ich weiß, ich flieg fast mit Vollgas, das ist mir auch klar. Okay, weißt du was? Okay. So, ich habe nur zwei Hände. Jo, komm her. Oh, you are falling. Ah, da gibt's keine Animation. Okay. Hätte mich auch gewundert. Okay, also das ist der Todesscreen. Die Animation wird es von wegen, du hast so ein kleines Fenster und eben, wir haben ja auch schon beim Amiga und bei der PC-Variante haben wir ja schon gesehen gehabt, das oder zumindest bei der Amiga-Variante. Und die Animation ist, du hast so ein kleines Fenster, wo es den Maxl hat. Also du siehst ihn von hinten, wo er halt eben herumstrampelt und sowas. Ist eh klar, wer würde das nicht machen, wenn er fliegt. Er hofft doch noch, dass er vielleicht irgendwie einen Auftrieb schafft oder sonst irgendwas. Aber halt eben, das heißt normalerweise bei der PC-Variante. Gut, jo, das war im Endeffekt jetzt da quasi die C64er-Variante. Ist schön, dass sie mitgemacht haben oder dass das Spiel gibt für den C64er, aber ja, kein Vergleich, ist aber auch ein unfairer Vergleich, möchte ich auch noch einmal kurz betonen, halt eben 8-Bit-System C64er. Es ist ein Wunder, dass sie es für das System rausgebracht haben, aber es ist wirklich die schwächste Variante von dem Originalspiel. Wie gesagt, vielleicht macht die Variante doch noch mehr Spaß als die NES-Variante oder umgekehrt. Es ist schwierig zu sagen. Die NES-Variante habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Aber ja, ist ja wurscht. Das soll es jetzt gewesen sein von diesem, schauen wir mal, Quickie, weil es auch schon wieder über eine Stunde geworden ist, von Dragon Strike. Wie gesagt, für mich ein sehr, also ein echter Hidden Gem und sehr unbekannt, sehr unterschätztes Spiel. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, dass davon ein Remake mal machen könnten. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass da jemals was kommen sollte, aber es wäre eine geile Idee. Und das in VR, boah, Alter, das wär echt geil. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, Blömger, tschüss. Papa.